Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hi, und zwar Kundenfahrzeuge. Ich habe hier wieder ein Fahrzeug reinbekommen, ein E36, 2,8er. Die Jungs, die das Auto bei mir abgestellt haben, das sind zwei Kollegen, für die ist das so ein Projektfahrzeug, was sie gerne zusammen pflegen und hegen und eine Leidenschaft in das Auto investieren. Die haben mich angehauen und gesagt, pass auf, Auto ist cool, aber wir hätten den gerne ein bisschen peppiger und ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und ich habe mir das Auto angeguckt, ist ein sehr, sehr schönes Auto, eine sehr, sehr gute Ausstattung. Die Klimaanlage fehlt zwar, aber ansonsten hat er wirklich alles, was selten ist. So wie ein Sperrdifferential ab Werk, 25%, Aufstellfenster hinten elektrisch, Harman Kardon. Also ist schon ein cooles Auto, coole Nummer. Wir haben uns das Auto zusammen angeschaut und dann haben wir so eine Mängelliste. Also was wir machen werden, was sie gerne machen lassen wollen, ist die Dichtung hinten an der Dreieckscheibe hinten. An den Aufstellfenstern, die sind immer porös und kaputt, die machen wir neu. Die Fenster immer auf beiden Seiten spinnen. Muss mir mal angucken, ob die Motoren einen Weg haben oder das Steuergerät. Müssen wir mal gucken, die gehen nicht vernünftig hoch, sondern immer stufenweise. Die müssen wir drauf tippen. Meinten, das wäre ziemlich blöd. Das machen wir. Den Himmel machen wir neu, den beziehen wir neu in schwarz. Der ist in schwarz, aber der hängt. Und wie bei allen Fahrzeugen ist das so, nach so vielen Jahren, der Kleber lässt nach und ja, das Ding hängt. Genau genommen ist das nicht der Kleber, sondern dieser Schaumstoff, der zwischen dem Bezug und dem Himmel dazwischen ist. Dieses Leichte, was das weich macht, das zerbröselt nach der Zeit und ist wie Sand. Und dann klebt auch nichts mehr. Man kann auch nicht mehr mit Sprühkleber das bearbeiten und das kleben, das geht nicht, weil das ist wie Sand und das zerbröselt einfach. Muss alles runter und runtergeschliffen werden. Was die gerne hätten, würde passen zu der Höhe zu dem Auto und vielleicht zu den Felgen, ein Klasse 2 Heckspoiler. Den montiere ich drauf, den lackiere ich, oder lasse ich lackieren. Kommt auch noch drauf, wird schon cool aussehen mit der Höhe, mit dieser leichten Keilform, mit den Felgen und so. Das wird passen. Einen Ölwechsel machen wir, Handschuhfach hängt, gucken wir uns an, den Handschuhfach machen wir neu oder zumindest versuchen wir den zu richten. Die Türgriffdichtungen, die machen wir auch neu, weil wenn das hier gemacht wird, soll das auch direkt mitgemacht werden, weil das halt der gleiche Blick ist. Was aber das Interessanteste an dem Auto ist, der hat eine ganz langweilige Innenausstattung, der hat auch keine Sitzheizung. Und ich habe mir überlegt, pass auf, die wollen eine bessere, eine peppige Innenausstattung haben, am besten Leder. Und ich habe mir überlegt, pass auf, wir machen eins, lassen wir uns einfallen, wir machen was richtig Geiles rein. Und dann ist ja klar, dass ich Leder nehmen werde. Und dann rüste ich auch die Sitzheizung dringend nach. Ich werde den Jungs die Sitzheizung nachrüsten, eine geile Innenausstattung verpassen. Die Türpappen und so, das ganze Stoff, das hängt alles raus. Das Lenkrad, die meinen das Lenkrad, also ich bin voll ein Gegner von solchen Lenkrädern. Ich finde es auch total hässlich, passt auch gar nicht ins Fahrzeug. Die meinten auch, das sieht scheiße aus, aber nachdem man ein paar Mal gefahren hat, ist das richtig geil. Okay, ist cool, ich habe den auch gefahren, das ist echt ein cooles Feeling, aber trotzdem passt das nicht. Ich werde das Lenkrad ausbauen und den ein anderes Lenkrad verbauen, was cooler aussehen wird und auch zur Innenausstattung passen wird. Ja, und das ist so, was ich vorhabe. Auch das Video ist ein Video, was halt in mehreren Wochen aufgenommen wird oder wurde, komprimiert wird in einem Video, dass ihr sofort das Ergebnis seht. Ja, wir werden das dokumentieren. Das ist der Ist-Zustand vom Fahrzeug. Und wir fangen langsam an, den aufzubauen und den halt viel schöner darstellen zu lassen, dass er viel schöner dasteht. Ne? Perfekt, dann geht's los. Thank you.
So Leute, ihr habt es gesehen, Auto ist fertig geworden. Wir haben jetzt die Felgen montiert. Wir haben vorne das GT, die GT-Ecken montiert. Wir haben die Bremssättel lackiert. Ich fand es nicht so schön, das Rot. Ich habe es jetzt ganz schlicht, seriös, schwarz glänzend gemacht. Die Klammern Silber. Das wissen ja noch nicht die Kunden. Und ich habe so ein bisschen meinen eigenen Geschmack an dem Auto angepasst. Ich habe auch hinten das Emblem geklebt, ist ja gecleant gewesen. Damals war das Mode, hat jeder gemacht, aber ich fand es schrecklich. Ich habe jetzt das BMW-Logo geklebt, sodass er seriennah ist. Ich habe die Nieren vorne auf Original umgerüstet. Ich habe die ganzen Scheinwerfer, also die Nebenscheinwerfer genau genommen, habe ich umgerüstet auf Original. Und ja, Auto steht hier, ist fertig, ist meiner Meinung nach mega geworden. Ich gehe mit euch einmal um das Auto herum und danach will ich das Auto übergeben. Und ja, kommt mal mit, wir gehen einmal zum Auto. Und dann zeige ich euch einmal die Details, die ich an dem Auto verändert habe und wie das Endergebnis rüberkommt. Also, Styling 24, hochglanzpoliert. Also das Bett ist geschliffen poliert und der Stern ist geschliffen poliert. Es ist eine Schweinearbeit und wir haben es gemacht. Wir haben das geschliffen und poliert. Also erstmal grob 80, dann 300, 200, 320, 400, 600, 800, 1000, 2000 und danach wird das poliert. Also ist schon eine sehr aufwendige Arbeit, weil die waren so leicht zerkratzt und beschädigt. Und da haben wir gesagt, komm, pass auf, dann machen wir die komplett fertig, komplett finish. Ist richtig schön geworden. Passt jetzt perfekt zu dem Platz 2, finde ich. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil die BBS RCs, die würden jetzt nicht mehr zu dieser Optik passen. Weil der hat so ein bisschen so ein GT-Look, so ein Racing-Look mit den Ecken und dem Heckspoiler. Deswegen mussten die 24er drauf. Die Ecken habe ich auch gemacht, ehrlich gesagt, um den Heckspoiler so ein bisschen noch zu unterstreichen, weil das ist, die Kombination ist in meinen Augen echt Weltklasse. Und ich finde das, wie gesagt, diese Kombi sehr, sehr schön. Das Schwert wäre noch das E-Tüpfelchen, aber muss nicht sein, der ist schon leicht tief. Und ich habe an dem Auto noch zusätzlich die Sandscheiben verbaut, weil der hatte vorher voll die dicken Schlappen gehabt, also vor den RCs richtig dicke Schlappen und die Radkästen hier vorne sind leicht gezogen und hinten auch, dann sind die 7,5, 8,5 auf einmal nicht mehr zu sehen gewesen, weil die waren halt dann zu schmal. Und deswegen habe ich vorne 10 mm und hinten 15 mm Distanzscheiben montiert, damit so ein bisschen das Rathaus gefüllt ist. Das war für mich wichtig, dass der so einen schönen gefüllten Hintern hat. Gelbe Blinker passt perfekt zum schwarzen Auto. Ich würde ein schwarzes Auto oder ein silbernes Auto wirklich immer mit gelben Blinker fahren. Das sieht echt cool aus, finde ich richtig schön. Neue Niere habe ich verbaut, Silber, also ganz normal Standard, weil das Schwarz hat nicht mehr gepasst. Ich wollte den wirklich so original wie möglich wieder zurückbauen, sage ich mal, damit das Auto einen Wert darstellt, weil wenn ein Auto original dasteht, merkt man sofort, da ist was dran und da ist Qualität. Sobald man hier vieles ändert, dann hat der sofort einen Bastelbund-Charakter oder so einen Chemiswang-Charakter. Das wollte ich nicht. Ne? Das wollte ich nicht. Wie gesagt, die Front ist schön. Felgenkombi sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt einmal ins Interieur, weil das Interieur, da ist die Hauptmusik, weil da habe ich richtig was verändert und ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Kommt mal, wir gehen einmal ins Fahrzeug. So, sobald man die Tür aufmacht, erstrahlt alles einen roten Glanz. Wir haben da neue Ledersitze reingemacht. Der hat ja vorher die Teilledersitze gehabt und wir haben die Sitzheizung nachgerüstet, weil wenn man Leder hat, sollte man schon die Sitzheizung haben. Das war für mich wichtig. Tanninrote Sitze, tanninrotes Lenkrad, tanninrote Schaltknopf mit tanninrote Handbremsbalk, tanninrote Mittellamine. Und ganz wichtig, ich wollte Akzente setzen, tanninrote Türgriffe. Sieht richtig geil aus, weil ich habe die hier schwarz bezogen und ist auch sehr originalgetreu. Das Material ist sehr, sehr gut. Und da ich kein rotes Material hatte, habe ich zumindest die Türgriffe in Rot lackiert, sodass das wirklich so fast seriennah rüberkommt. Zum Interieur, wir haben Dachhimmel neu gemacht, ist neu bezogen worden durch uns. Ist sehr schön geworden, finde ich. Also das Interieur ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich wollte diesen Kontrast haben und wenn dann rot, dann wollte ich alles auf rot, mit dem roten Lenkrad und allem, weil diese Details, diese Vielfalt von diesen ganzen Elementen, das war für mich ausschlaggebend, dass da wirklich so das gewisse Etwas an dem Auto rüberkommt. Ich wollte nicht nur die Sitze haben, das wäre zu einfach, deswegen habe ich die ganzen Elemente noch in rot besorgt und teilweise lackiert. Und dann gehen wir einmal nach hinten, ich zeige euch nochmal den Hintern, wie der geworden ist, wie der rüberkommt mit dem Heckspoiler und ja, das ist das Interieur. So, zum Heck. Wir haben hier auch gelbe Blinker nachgerüstet. Passt
passend zum ganzen Fahrzeug. Auch die Seitenblinker haben wir gelb. Ich habe gerade vergessen zu erwähnen, die M3-Spiegel haben wir auch montiert. Das sieht natürlich sehr, sehr stark aus. Was ich auch vorhin erzählt habe mit diesem M3 GT-Look, mit den Ecken, Heckspoiler und die Autospiegel. Das ist natürlich so eine perfekte Drumherum-Ansicht, was wir dem verpasst haben. Das Emblem habe ich geklebt. Sieht sehr gut aus, finde ich. Original, wie original fast. Also man sieht nicht, man merkt nicht sofort, dass es gecleant wurde. Obwohl die leichte Vertiefung, die fehlt. Die haben immer so eine leichte Vertiefung, die fehlt zwar, aber mehr kein Mensch. Und Class 2 mit den Distanzen, mit der Erhöhung. Es war für mich immer die ganze Zeit too much, aber mittlerweile feiere ich das übertrieben, diese Optik. Und ich kann mir eigentlich ein Coupé mit einem Class 2 ohne Distanzen fast gar nicht mehr vorstellen, weil es einfach brutal aussieht. Das macht einfach so eine richtig schöne Linie, die kommt hervor. Ich habe es echt übertrieben gehasst damals in den 2000ern, als ich diese Autos gefahren habe. Oder Ende 2000. Und heute ist das für mich eins der schönsten Sachen, die man beim Coupé machen kann. Also Stand heute ist das so. Wie das später wird, weiß man nicht. Oder es ist ein Hype, ich weiß es nicht. Aber zurzeit eine mega Sache. Endschalldämpfer und so haben wir alles gelassen. Wir haben da nichts gemacht. Das war alles schon vorhanden. Und ja, an dem Heck hauptsächlich Class 2 Emblem und die Rückleuchten, die haben wir ausgetauscht. An dem Auto haben wir nichts lackiert, außer den Heckspoiler. Also Lackarbeiten waren nicht nötig. Mehr halt so eine Verwandlung, die wir dem Wagen verpasst haben. Supi, dann würde ich sagen, wir rufen die Kunden mal an. Die sollen dann aus Abholen kommen. Da sind zwei Kollegen, die das Auto zusammen fahren. Und bin mal gespannt, was die zu dem Auto sagen, zum Ergebnis. Ich werde den jetzt mal zudecken, weil die wissen nicht genau, wie der aussieht. Die wissen schon so ein bisschen, ja, rote Sitze, ja, Styling 24, aber so richtig gesehen haben die den nicht. Wenn die den sehen, werden die nicht erkennen, dass das ihr Auto ist, gehe ich mal von aus, weil das Auto hat eine ganz andere, eine komplette Verwandlung bekommen. Und bin mal auf die Reaktion von den beiden Jungs gespannt. Also. So. Jungs, hier ist dein Auto. Ich hab's mir gedacht. Soll eine kleine Überraschung sein. Ich habe euch ja vieles offenbart, was ich an dem Auto machen will. Ich habe auch ein bisschen nach eurer Meinung gefragt, aber ich habe viel von mir an dem Auto sozusagen beeinflussen lassen. Und wie ihr es schon unschwer erkennen könnt, habe ich hinten den Class 2 Spoiler montiert. War ja auch so ein bisschen geplant. Und also ich bin echt gespannt, was er zu dem Auto sagt, weil ich feiere das voll, was da jetzt passiert ist. Ja. Und wir aufmachen zusammen. Erstmal vorweg, bevor wir die Haube aufmachen, Eko, erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ne? Du hast da, ich glaube, in den letzten Wochen... Oh, hey, da spricht eine Kamera. Okay. Ich bin nicht einstudiert in der Geschichte, aber nicht schlimm. Echt, du hast da Tage, Wochen hast du da dran geschraubt. Ne? Monate. Der stand Monate, das stimmt. Aber wir haben ja gesagt, wir haben ja Zeit. Ne? Wir wollen es einfach nur perfekt haben. Und ich glaube, mit der roten Haube, ne, holt man immer einen Neuwagen ab. Ja, ein bisschen. Aber ich merke gerade, ich kriege Gänsehaut. Ne? Und das ist so Neuwagen-Feeling. Ne? Und wir danken echt, wir beiden, genau, dass du so eine Arbeit hier, glaube ich. Für alle, die, wie das entstanden ist, der Kollege hier, der meinte, er will in die Türkei fahren und wollte das Auto in der Türkei komplett fertig machen lassen, so wie viele das machen. Und dann hat er mich angehauen und gesagt, pass auf, da kannst du das machen. Er sagt, kein Ding, du brauchst nicht in die Türkei fahren, du brauchst nicht mehrere tausend Euro ausgeben und den Weg kannst du dir sparen. Das, was sie da machen, kriege ich auch hin und ich hoffe, dass das dir gefällt. So ist es entstanden, dass wir das Auto komplett einmal transformiert haben. Ja. Aber, ja. Fakt ist, aber ich glaube, ihr werdet die Karre nicht erkennen. Also, ich würde sagen, das ist aber nochmals, ne, also für die Leute, die das nicht wissen, das Auto gehört uns beiden. Also es ist nicht so, dass es unser beides Herzstück ist. Hab ich auch schon erwähnt. Ja, hast du auch schon erwähnt. Nochmals, wir sind da deswegen begeistert von und ja, was sagen wir es jetzt mal? Ja, wir hängen an dem Auto, das wird was Besonderes. Ist mehr Emotion als ja, das sind krass. Ja, an dem Auto. Und der ist auch, also ist auch richtig. Also das Auto ist ja gepflegt, habe ich gesehen, komplett. Ich habe hier einen Ölwechsel gemacht und habe hier einen Check-Off abgestempelt und war überrascht, dass er komplett bis letztes Jahr durchgehend Check-Off gepflegt war. Also ist schon was Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein, so immer, am ersten Eindruck war so, boah, keine Ahnung, geht so in Radkästen, kein Bock und so, aber im Nachhinein so habe ich die Karre kennengelernt und das ist schon auf jeden Fall ein Schmuckstück, wenn man sagen kann, das Ding hat was, auch mit der Sperre und so, ab Werk 25% ist schon mega. Hat er uns auch nicht geglaubt. Hat uns nicht geglaubt, ne? Habe ich ehrlich nicht geglaubt. Die Grundsubstanz des Fahrzeugs ist echt ja, mega. Ne? Ist echt auch an Alex schöne Grüße, wenn er dann nochmal zuschauen sollte, weil der Wagen, der kommt aus Gladbach, wir haben den jetzt schon über 2 Jahre. Der war, glaube ich, knappe 10 Jahre im Besitz des Fahrzeugs und hat den
gehecht und gepflegt. Der hat auch eine Motorrevision gemacht. Ja, genau, der hat komplette Motorrevision gemacht und deswegen kann ich sagen, dass ich damit oder wir damit ein paar Autos auch stehen lassen. Also der ist echt gut in Saft, hätte ich nicht gedacht. Der zieht. Du hast mir gesagt, fahr den mal und ich sage, ach, kannst du euch den fahren? 2,8er halt, ne? Ja. Aber der ist echt gut in Saft, muss ich echt sagen, obwohl er Schiebedach hat. Ja. Also mit deinem LTW kannst du mal ruhig kommen. Also ich habe echt gedacht, so meine Hebestelle, aber das ist sehr ähnlich. Ja. Das ist echt sehr ähnlich. Und unglaublich. Ja. Dann. Eko, das ist dein Part. Ich will nur genießen. Na komm, also, dann machen wir weiter auf, Stefan. Ja, wir machen weiter auf. So. Also von unten, ne? Einfach ziehen, genau. Perfekt. So. Geil, ja. Da hast du die volle Pracht. Wow. Aber der ist wirklich ganz anders geworden drauf. Ich habe die Front verändert. Ich habe alles auf Original zurückgerüstet. Nebelscheibe habe ich weggegeben. Grill auf normal, gelbe Blinker. Ich habe euch die GT-Ecken verpasst, denn GT-Ecken mit einem Heckspoiler und mit der Style 24 ist ein krasser Look. Geil. Das hat was von GT ein bisschen. Das Schwert wäre noch brutaler gekommen, aber musste erstmal nicht sein. Mhm. So wie jetzt er da steht, so die Linie, die ist echt geil geworden. Ich komm mal ein bisschen hier rüber. Also diese Kombination Ecken, Spiegel, Heckspoiler. Das ist einfach nur mega, ne? Mega. Dass du die Frontpartie wieder, weil wir hatten ja die Nieren hatten wir in Schwarz gehabt, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass du den schon mal wieder umswitchst. Aber das macht doch viel aus. Ich finde, mit den Blinkern und so, das ist. Das sieht schon. Also ich finde das schon jetzt origineller. Ja. Und hier mit den Dings auch schon weg. Nebeländer, Nebeländer ist zwar cool, aber so sieht er noch besser aus. Ja. Aber ey, die Schwerte, ne? Die haben auch so einen Feinschliff dafür. Ja, ne? Die Ecken meinst du hier? Ja, die Ecken. Ja. Das ist aber wirklich so. Also die Ecken. Wenn man, je nachdem, wie man guckt, man sieht es nicht sofort. Ja, aber genau. Mit den Heckspoiler. Brutal. Aber was mich überrascht hat, sind die Sitze, ne? Das, ja, was denn auf den Fotos, das sah ja so ein bisschen, aber ey, die Farbe. Ist heller auf den Fotos? Ja, ja. Ja, mit Blitz und so. Guck mal. Guck der mal an, ne? Das mal. Ey, und unsere, man muss auch erwähnen. Guck mal, Details, die Türgriffe. Habe ich extra mal rot lackiert, damit das perfekt harmoniert. Boah. Das ist schon geil geworden. Also ich finde diese Elemente, diese Handschuhfach, Handbremse, Mittelarmlehne, Schaltknopf, das rundet alles so ein bisschen ab. Das ist nicht nur Sitze, das ist halt nicht so reingeklatscht. Das hat alles so Hand und Fuß. Das hast du echt super hingekriegt. Ja, ja. Weil wir haben ein paar Bilder gesehen zwischendurch, aber jetzt immer ein bisschen versteckt gemacht. Aber ich habe das extra versteckt, damit der nicht sieht. Das ist aber richtig geil geworden. Ja, aber es ist halt so, weil eigentlich ist das ja, sollte das ja auch rot sein. Mhm. Und das ist, ich habe kein Kunstleder oder Leder halt, was so in Rot ist. Deswegen musste irgendein Touch da rein, damit das so werksmäßig aussieht. Wäre auch vielleicht ein bisschen too much gewesen. Ja, das wäre dann so. Aber mit dem Handgriff. Letztes ist das so, als wäre das so auf Werk so, als auch ein Guss. Ja. Das hat einer so bestellt. So. Das hat was. Aber die Farbe ist richtig brutal, ne? Auch hier mit den Rückenlehnen, ne? Ja, das Gestell. Das Gestell, ja. in Rot, ne? Also ich, Mugello Rot wäre auch gut gekommen, das ist ein bisschen heller, aber ich wollte das dunkle Rot haben. Das ist ja. Salto oder was? Nein, ich mache kein Salto. Du gehst mal kurz weg. Mein Lieben, der Eko hat uns auch ein paar kleine Gags eingebaut, sag ich mal. Jetzt verabschiede ich mich kurz. Ich muss einmal kurz 5 Kilometer Lauf machen. Ich komme gleich wieder. Wartet auf mich kurz. Bis gleich. Ehrlich. So. War ein längerer Weg. Und zwar, Eko, wir sagen mal danke, danke, danke. Aber wir möchten uns nochmal herzlich bei dir bedanken, wir beide, für das geile Megaprojekt. Ich weiß, dass du viel, viel mehr gemacht hast, als du machen musstest, weil du bist einfach so ein Liebhaber. Du bist nicht Liebhaber, das ist schon, du findest kein Wort mehr dafür. Du lebst diese Autos und jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Wir lieben die Autos auch und es ist nur eine Kleinigkeit.
möchten wir dir einmal. Ey, geil, Mann. ein T-Shirt. Ja, mit meinem Logo drauf. Mit deinem Logo drauf. Richtig geil. Ich hoffe, dass die Größe passt. Was hast du für eine Größe genommen? L ins Slimfit. Ich habe abgenommen, Mann. Ja, normalerweise das haben wir gesagt, aber M, egal. M, guck mal, wir haben M gesagt, aber. Finde ich cool. Brauchen wir eine Kleinigkeit. Und ja, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist das Levent und der Sefa. Die haben das Auto jetzt abgeholt und haben, werden Spaß damit haben. Das Projekt ist abgeschlossen. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch lässt. Like das Video, teilt das Video und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.